Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ja, die Bild-Zeitung, die beschwert sich hier über bösartige Fußballvorfälle. Ein Fan ist auf den Platz gerannt und hat einem Spieler in den Rücken getreten. Die Bild-Zeitung titelt und das mitten auf dem Fußballplatz. Ja, sehr theatralisch. Liebe Bild-Zeitung, besucht doch mal ein Amateurfußballspiel oder ein Jugendfußballspiel mitten in Deutschland. Da könnt ihr sowas des Öfteren erleben. Unser Fazit, wer das eine will, muss das andere auch hinnehmen. Ja, die Russen, die drohen mal wieder, und zwar, weil der Käufer den Preis bestimmen will. Ja, wir glauben das alles nicht, aber wie dem auch sei, die NATO, die ist besorgt, weil die Russen Hyperschallraketen haben. Und der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat dazu einen ganz klugen Spruch, eine ganz klare, kluge Aussage getroffen. Der kürzeste Weg für die Raketen von Russland nach Amerika ist über den Nordpol. Wir müssen feststellen, wirklich, die NATO verfügt über sehr clevere, kluge Leute. Dann haben wir Folgendes gelesen oder Folgendes festgestellt. Die RKI-Zahlen zu den Corona-Inzidenzen, ja, und zu den Krankheitsfällen und Todesfällen und wie auch immer, scheinen neuerdings in das Wirtschaftsressort zu fallen. Wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass unser Bundesgesundheitsminister so viel Fachwissen hat oder ob es wirklich ein wirtschaftliches Problem ist. Vielleicht haben wir ja was übersehen, Leute. Ihr könnt uns ja mal aufklären, ist das nun ein wirtschaftliches oder ein gesundheitliches oder vielleicht gar kein Problem. Dann möchten wir nicht verhehlen, dass wir es wunderschön finden, dass sich Experten und Hochleistungspolitiker um die Ärmsten der Armen Sorgen machen. Man müsse ihnen helfen. Ja, die Ärmsten der Armen. Besonders der junge Mann von der SPD hier rechts kümmert sich liebevoll um sie und er hat da sogar ein paar militärische Floskeln auf Lager, um das Problem zu lösen. Er fordert zackige Lösungen, das klingt preußisch-militärisch und passt wohl gut zu einem jungen Mann, der viel in seinem Leben gearbeitet hat, der nur das Beste für die Menschen will. Unser Fazit, Leute, kümmert euch darum, dass wir keine Armen haben, dann braucht ihr euch auch nicht darum zu kümmern oder Sorgen machen, wie ihr die Armen entlasten könnt. Kommen wir zu einer weiteren Mutter Teresa der deutschen Politik, die sich um die Armen kümmert, um die Bedürftigen, unsere Übermutti und Multiministerin Ursula von der Leyen, die jetzt ja in Brüssel alles tut, um den Menschen zu helfen. Aber wir stellen hier fest, es geht ihr höchstwahrscheinlich gar nicht mal um Entlastungen oder finanzielle Unterstützung. Es geht ihr nur darum, damit die betroffenen Menschen mit diesen hohen Preisen umgehen können. Ja, liebe Ursula, da hast du recht, das ist der bessere Weg, jedenfalls für dich. Dann geht es vielleicht auch nicht an deine Kasse. Robert Habeck, unser Lieblingsminister, der Super-Energie-Experte, er kann entscheiden oder unterscheiden zwischen gutem russischem Gas und schlechtem russischem Gas. Das schlechte russische Gas, das man unbedingt boykottieren muss und das man gar nicht haben will, kommt durch Nord Stream 2. Und das gute russische Gas, das von dem Kriegswirren überhaupt nicht betroffen ist, das kommt durch Nord Stream 1 und das hätte man ganz gerne. Ja, Herr Habeck, wie sollen wir das verstehen? Gibt es da wirklich Unterschiede? Woran erkennen Sie das? Eine wahrlich spannende Frage. Ja, eine weitere spannende Frage ist, warum sind die Koalitionspartner sauer? Die SPD und die FDP, die sich grüner geben als die Grünen, damit diese Ampelkoalition überhaupt zustande kommt, die stehen nun da wie der Ochs vorm neuen Tor. Sie, Herr Habeck, schließen nun eine Laufzeitverlängerung oder besser gesagt ein weiteres Offenhalten der Atomkraftwerke oder zwei von den dreien, die wir noch haben, nicht aus, damit wir über den Winter kommen. Herr Habeck, die Realität hat Sie eingeholt nach einem Jahr Ampelkoalition. Ihre grünen Parolen können Sie auf Dauer höchstwahrscheinlich doch nicht umsetzen. Dass Ihre rot-grünen und gelb-grünen Partner nun böse werden, ist ganz klar und ganz offensichtlich, liegt auf der Hand. Wir glauben, das Ding mit der Ampel ist längst durch. Ihr habt bloß alle
vergessen umzufallen oder ihr traut euch noch nicht. Das einzige oder die einzige Frage, die wir uns stellen, wer von euch drei Dummbatzen die größte Schuld daran trägt oder das größte Verdienst aus unserer Sicht daran hat, dass das vorbei ist, das können wir jetzt noch nicht einordnen. Vielleicht zeigt es uns die Geschichte. Leute, in diesem Sinne, lasst euch kein X für ein UFO machen, lasst euch keine Angst machen, geht hinaus, sagt eure Meinung, bleibt am Ball und habt vor allen Dingen eine schöne Zeit, bleibt ruhig und gelassen. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.